verkauft. Das macht, glaube ich, unsere Kraft, das macht unsere Kraft aus, das Miteinander, dass wir dann überstark sein können. Ja, wir reden erstmal in der Runde über das Thema Rettung. Im Mittelmeer ist ganz klar, geht es um unser Menschsein. Ich glaube, das haben wir alle begriffen und deswegen seid ihr auch alle da. Es geht um mehr, als wir denken. Es geht nicht einfach nur darum, dass Menschen ertrinken, sondern es geht darum, dass im Mittelmeer in diesem Augenblick unsere Seelen ertrinken. Und deswegen haben wir auch gesagt, SOS, Save Ourselves, wir fangen an. Die libysche Küstenwache. Europa hat ja erkannt, dass die libysche Küstenwache finanziert werden muss, mit Truppen ausgerüstet werden muss, um Menschen zu retten, um sie daran zu hindern, im Mittelmeer zu ertrinken. Elias Böhm, Borderline Job, sagt, die sogenannte libysche Küstenwache, betonen auf sogenannte, denn an dieser Geschichte entlarvt sich eine große Lüge Europas und der europäischen Politik. Und dazu kannst du ja eines erzählen. Hast du in deinem Buch beschrieben? Ja, leider kann ich mehr zur sogenannten libyschen Küstenwache sagen, als mir recht ist. Grundsätzlich sind es einfach libysche Milizen, die von der EU dazu auserkoren worden sind, als unsere Handlanger zu agieren und dafür in diese schicken Uniformen gesteckt worden sind und zur Küstenwache umbenannt worden sind. Ihre Aufgabe ist nicht, Menschen aus Seenot zu retten. Ihre Aufgabe ist es, Menschen nicht nach Europa kommen zu lassen, koste es, was es wolle. Und das kostet sehr, sehr viele Menschenleben. Diese libyschen Milizen treten extrem aggressiv auf. Ich glaube, jedes NGO-Schiff, das im zentralen Mittelmeer tätig ist, wurde schon von ihnen bedroht. Ob das Maschinengewehrseilen waren, ob das Drohungen über Funk waren und auch der Versuch, Schiffe nach Tripoli zu entführen. Bei sogenannten Rettungen, bei denen die libysche Küstenwache mitwirkt, kommt es, wie auch in dem Buch beschrieben, immer wieder zu sehr vielen Toten. Und vor allem, wenn die Menschen vermeintlicherweise gerettet werden von den libyschen Milizen, werden sie zurückverschleppt nach Libyen in ein Bürgerkriegsland und kommen in Lager, die selbst von der UNHCR als mit KZ-ähnlichen Zuständen beschrieben wird. Und all das ist gewollt und gemacht von der Europäischen Union. In Afrika sagen die Menschen, es gibt die Hölle. Die Hölle ist Libyen. Und die sogenannte libysche Küstenwache gehört zu dem vierten Mann der Hölle von Europa finanziert und unterstützt. So kann man das sagen. Du hast die Szenen beschrieben, dass Menschen von Bord springen. Wir haben von sehr, sehr vielen Menschen gehört oder es zum Teil auch leider sehen müssen, dass sie lieber ins Wasser springen, versuchen zu schwimmen, solange sie das halt noch können, oder halt lieber ertrinken, als zurückzugehen in die Hölle der libyschen Lager, in denen Folter, willkürliche Hinrichtung, Vergewaltigung wirklich an der Tagesordnung stehen und wenn man eine gewisse Zeit dort verbringt, auch einfach der Tod sicher ist und die Menschen ja, sterben lieber, als dorthin zurückgebracht zu werden. Es gibt europäische Kriegsschiffe, eine europäische Marine, die im Mittelmeer teilweise wenig vorhanden, aber doch ab und zu mal vorkommt in diesen Bereichen der Sandzone. Und auch du hast ja beschrieben, wie Begegnungen mit ihnen sind, wie die laufen. Als Partner und Bündnisse, als europäische Partner und Bündnisleute. Ja, und auch als Seefahrer und Seefahrerin, die ihre Arbeit und ihre oberste Pflicht zur Rettung nicht besonders ernst nehmen. Bei der auch im Buch gerade beschriebenen Szene, in der diese libyschen Milizen die Menschen verschleppt haben und so viele Menschen im Wasser waren und dort an Ort und Stelle ertrunken sind. Dort war auch ein französisches und ein italienisches Kriegsschiff zugegen, die weder bei der Rettung der Menschen, die im Wasser waren, geholfen hat, noch versucht hat, die libyschen Milizen an der Entführung zu hindern. An anderer Stelle hatte ich während einer großen Rettung mit sehr, sehr vielen Booten, 13 Boote, 150 Menschen, von denen drei kaputte Schläuche hatten und im Begriff waren abzusaufen, ein deutsches Kriegsschiff in meiner Nähe, was ich angefunkt habe und sie gefragt habe, ob sie auch ihr Beiboot schicken könnten, um zu helfen. Und die Antwort war klar und deutlich, nein, meine Crew nimmt gerade einen Snack ein. Das ist Europa. Du beschreibst, wie ihr in eine Falle gelockt worden seid von Rom, der Seenotrettungszentrale, mit der italienischen Küstenwache, ganz perfide.
gefangen genommen, das Schiff beschlagnahmt wurde, also in den Hafen quasi, ihr wurdet gezogen, ihr seid ja nicht freiwillig. Das, also die Erkenntnis mit der Juventa nicht freiwillig in den italienischen Hafen gefahren, sondern kannst du vielleicht kurz beschreiben. Mit der Juventa damals ein kleineres Rettungsschiff, ein alter Fischkutter von 30 Metern Länge, wurden im Laufe eines Jahres über 14.000 Menschen gerettet. Auf diesem Boot haben wir zwischendurch über 400 Leute gehabt. Damit konnten wir überhaupt gar nicht irgendwo hinfahren. Alle Rettungen, die jemals von irgendeinem NGO-Schiff im zentralen Mittelmeer durchgeführt worden sind, liefen in Koordination mit der Notrufleitzentrale in Rom. Meistens wurde von diesen kleineren Schiffen dann auf Kriegsschiffe oder Küstenwachschiffe von Europa diese Menschen transferiert. Selten sind wir damals selber in die Häfen von Europa gefahren, wenn immer nur unter offizieller Anordnung. Trotzdem wurde unsere Arbeit kriminalisiert und das Schiff wurde in den Hafen gelotst, wo es seit 2 Jahren beschlagnahmt ist, ohne dass es irgendwelche Beweise dafür gäbe, dass mit der Juventa jemals eine Straftat begangen worden ist. Gegen 10 Crewmitglieder wird ermittelt und das zieht sich mittlerweile leider nicht nur über unsere Einsätze, sondern so ziemlich jeden Einsatz, der im Moment im Mittelmeer vorgenommen wird. Anklage Beihilfe zur illegalen Einwanderung, Menschenschmuggel. 20 Jahre Knast. Und viel Geld und wahrscheinlich 2 Jahre Gerichtsverfahren. Psychotherapie pur. Deswegen ist es so wichtig, dass wir heute Abend hier sind und sagen, das hat uns nicht mehr gefallen, dass das passiert in diesem Land.